Gut, dass Sie endlich wach sind. Wir verlassen in Kürze den Hyperraum. Bitte kommen Sie auf die Brücke, damit wir den Landeanflug auf den Planeten beginnen können. Wie ich sehe, tragen Sie bereits Ihren Schutzanzug mitsamt den Handcontrollern. Zur Fortbewegung durch Teleportation drücken Sie den rechten Trigger, um zu zielen. Sobald Sie ein gültiges Ziel anvisiert haben, können Sie den Trigger loslassen, um zu teleportieren. Zu Ihrer Information, das Schiff ist nur vollständig gegen Vogelschlag versichert, wenn während des Fluges innerhalb der Atmosphäre alles getan wurde, um Vogelschlag zu vermeiden. Ich habe daher Anweisung, Sie in 45 Sekunden runterzubringen, um das Risiko für Vogelschlag zu minimieren. Aufgrund von Vorschrift 581, Absatz 2b muss ich Sie bitten, an der Steuerungskonsole Platz zu nehmen. Nach der Katastrophe auf Zimnios 12b muss während autonomer Landemanöver immer eine Person auf der Brücke bereit sein, die Kontrolle zu übernehmen. Was ist damals passiert? Vogelschlag bei überhöhter Landegeschwindigkeit. Kein guter Tag für die betroffene Grundschule. Willkommen im Ender-System. Vor uns liegt der Planet Ender 3F. Die Nestle X-Corp hat hier eine Adit-Mine erschlossen. Seit dem offiziellen Verbot von Menschenkinderarbeit in diesem Teil der Galaxis musste das Unternehmen widerwillig auf ein autonom operierendes KI-System zurückgreifen, um das hochgiftige Erz zu fördern. Der Abbau sollte bereits vor 4 Wochen planmäßig starten, allerdings sind bisher noch keine Frachttransporte gestartet worden. Ihre Aufgabe ist daher, festzustellen, wo das Problem liegt und es zu beheben. Da ist das Mutterschiff. Es ist ein Langstreckentransporter, der alle Bauteile und Materialien sowie Ersatzteile für die gesamte Bergbauoperation transportiert. Von hier aus starten die Versorgungsshuttles für den Planeten. Swing-by beendet. Initiiere Suborbitalmanöver. Distanz zur Planetenoberfläche 100 Kilometer. Rollmanöver in 10 Sekunden. Falls Ihnen übel wird, bitte ich Sie, es drinnen zu behalten. Aufgrund des strengen Sparkurses unseres Managements haben wir seit 2 Jahren keine Papiertüten mehr an Bord. Die nächste Service-Crew ist 2,5 Lichtjahre von unserer Position entfernt. Ein Missgeschick würde uns also ein Weilchen begleiten, bis wir eine professionelle Reinigung bekommen könnten. Distanz zur Planetenoberfläche, 70 Kilometer. Eintritt in die Atmosphäre in 10 Sekunden. Schließe Hitzeschilde. Bitte halten Sie sich fest. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass unsere Versicherung nicht für Verletzungen aufkommt, die Sie sich infolge von unangemessenem Verhalten während eines Atmosphäreneintritts zuziehen. Distanz zur Planetenoberfläche, 60 Kilometer. Registriere erste atmosphärische Reibungseffekte. Distanz zur Planetenoberfläche, 50 Kilometer. Temperatur der Schilde erhöht sich drastisch. Distanz zur Planetenoberfläche, 40 Kilometer. Maximaler dynamischer Druck. Distanz zur Planetenoberfläche, 30 Kilometer. Druckverhältnisse stabilisieren sich. Geschwindigkeit, Mach 3. Distanz zur Planetenoberfläche, 20 Kilometer. Geschwindigkeit, Mach 2. Distanz zur Planetenoberfläche, 10.000 Meter. Geschwindigkeit jetzt unter Schallgeschwindigkeit. Distanz zur Planetenoberfläche, 5.000 Meter. Vorbereiten für Bremsschub. Halten Sie sich gut fest. 4.000 Meter. 3.000 Meter. Bodenradar kalibriert. 2000 Meter. Bremsraketen gezündet. 1500 Meter. 1000 Meter. 750 Meter. Annäherung an konstante Fluggeschwindigkeit. 500 Meter. 400 Meter. Landegeschwindigkeit erreicht. Öffne Hitzeschilde. Landung in Kürze. Distanz zum planmäßigen Standort des Tagebaus, 800 Meter.
Planmäßiger Standort des Tagebaus ist seltsam. Anscheinend wurde der Standort des Tagebaus verlegt. Möglicherweise hat der zuständige KI-Kern einen besseren Ort gefunden. Scanne nach einer aktiven Landeplattform in der Nähe. Landeplattform geortet. Distanz 500 Meter. Initiere Landesequenz. Identifizierung des Tagebaus fehlgeschlagen. Sehr merkwürdig. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis das Schiff seine endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen erloschen sind. Landung erfolgreich. Sie können das Schiff jetzt verlassen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Vergessen Sie uns nicht, auf Space TripAdvisor zu bewerten. Was zum Teufel ist das? Eine Ionenbarriere. Sie werden typischerweise als Türsperren und Brücken verwendet. Ja, schon klar, aber was macht die hier? Möglicherweise ein Sicherheitsprotokoll zum Schutz von Firmeneigentum. Gut, dass der Schalter direkt vor der Barriere angebracht ist. Sieht so aus, als müsste ich mit dieser Moving-Plattform weiter rauffahren. Oder wir fliegen. Abgesehen von Notfällen darf ich laut Vorschrift 469 Absatz 5e aus versicherungstechnischen Gründen nur ausgewiesene Landeplattformen ansteuern. Ein lauffauler Angestellter zählt unglücklicherweise nicht als Notfall. Sie können übrigens jederzeit den Menü-Button Ihres linken Handcontrollers drücken, um das Spielmenü aufzurufen. Im Menü können Sie den letzten Spielstand laden, ein Level überspringen oder das Spiel beenden, wenn Sie zu frustriert sind, um weiterzumachen. Um eine Wahl zu treffen, zeigen Sie auf das Menü-Item und drücken den A-Button. Eine Druckplatte. Sieht so aus, als müssten Sie den Adiet-Behälter darauf platzieren, damit die Barriere offen bleibt. Sie können manche Objekte in die linke oder rechte Hand nehmen, indem Sie den linken bzw. rechten Grip-Button gedrückt halten, sobald Sie nahe genug am Zielobjekt sind. Noch eine Barriere? Nein, ein Kraftfeld. Damit sollte verhindert werden, dass Menschenkinder wertvolle Rohstoffe aus den Produktionsanlagen schmuggeln. Ein Relikt aus der Zeit, als noch menschliche Arbeitskräfte im großen Stil verwendet wurden.
Was sollen nur die ganzen Rätsel? Und wo ist der Tagebau? Da vorne sind ein paar Roboter, vielleicht können die mir erklären, was das soll. Hinrich, dort! Tötet den Verräter! Tut mir leid, aber ich kann sie gerade nicht durchlassen. Wir laden gerade größere Mengen Müll ab. Diese Druckplatte ist mit einem NOT-Gate verbunden. Das Gate invertiert ankommende Signale und... Schon klar, aus an wird aus und aus wird an. Der Bot muss da runter. Hinrich, dort! Tötet den Verräter! Tut mir leid, aber ich kann sie gerade nicht durchlassen. Wir laden gerade größere Mengen Müll ab. Diese Druckplatte ist mit einem NOT-Gate verbunden. Das Gate invertiert ankommende Signale und... Schon klar, aus an wird aus und aus wird an. Der Bot muss da runter. Du bist aber kein Müll. Kannst du mir sagen, was hier schief läuft? Wo ist der Tagebau? Na klasse. Und wieso sieht dieser Roboter jetzt anders aus als die vorherigen? Hierbei handelt es sich um einen TX64B Wartungsbot. Einen frühen Prototypen, optimiert für den Einsatz in Aditminen. Seltsam, laut Vorschrift 44 sollten hier viel mehr Roboter diesen Typs eingesetzt werden. Ich frage mich, wo die anderen alle sind. Die nächste Moving-Plattform kann scheinbar nur aktiviert werden, wenn zwei Personen darauf stehen. Zum Glück sind wir jetzt zu zweit. Komm mit Blechdose. Laut der Firmendatenbank können Sie Ihren Begleiter anweisen, an einer bestimmten Stelle zu warten, zum Beispiel auf dieser Druckplatte dort. Halten Sie dafür den linken Trigger gedrückt. Zielen Sie dann auf die gewünschte Stelle und lassen Sie den Trigger los. Sofern Ihr Begleiter den Punkt erreichen kann, wird er dort auf Sie warten. Wenn Sie möchten, dass er Ihnen wieder folgt, drücken Sie den Y-Knopf. Die beiden Druckplatten sind mit einem AND-Gate verbunden. Das bedeutet, dass beide Platten aktiviert bleiben müssen. Ihr Begleiter kann außerdem einen Gegenstand für Sie aufheben und transportieren. Halten Sie dafür einfach erneut den linken Trigger gedrückt. Wenn Sie auf ein geeignetes Objekt zielen, wird Ihr Freund automatisch zum Objekt fahren und es aufheben. Wenn er das Objekt wieder fallen lassen soll, drücken Sie bitte den X-Knopf. So können Sie Ihren Begleiter dafür nutzen, einen Adiet-Container auf eine Druckplatte zu legen, die Sie gerade nicht erreichen können.
Zuletzt kann Ihr Begleiter auch manche Ionenbarrieren vorübergehend überbrücken, um sie durchzulassen. Bitte beachten Sie, dass er Ihnen natürlich nicht durch überbrückte Barrieren folgen kann. Sie erkennen überbrückbare Barrieren an ihrer leicht veränderten Farbe. Um TX64B anzuweisen, eine Barriere zu überbrücken, halten Sie den linken Trigger gedrückt. Zielen Sie dann auf eine Barriere und lassen den Wieder-Trigger los. Ihr Begleiter bricht die Überbrückung automatisch ab, wenn Sie ihm einen anderen Befehl erteilen. Bitte, lass uns nur am Leben. Wir haben nur Befehle befolgt. Ja, das ist ja doch nichts Persönliches. Du weißt doch, der Boss mag keine TXler. Alles gut, Jungs. Da kann ich Luthers Toren, um herauszufinden, wie diese Brücke deaktiviert wird. Ich habe leider keinen Zugriff auf die lokalen Kommunikationskanäle. Wenn Sie die Ursache dieser Abweichungen vom Missionsprotokoll ergründen wollen, müssen Sie uns zunächst Zugang zu einer Konsole im Netzwerk verschaffen. Die finden wir bestimmt irgendwo auf der Langstreckenantenne da oben.
Hey, wo finde ich die nächste Konsole mit Zugriff auf die Mission Logs? Auf der obersten Plattform gibt es eine. Ich bezweifle aber, dass du es bis dort schaffst. Unsere Sicherheitssysteme sind unüberwindbar. Thank you.
Da ist die Konsole. Na endlich. Kannst du die hacken, TX? Wenn TX Ionenbarrieren überbrücken kann, sollte diese Konsole für ihn auch kein Problem darstellen. Zielen Sie einfach auf die Konsole, so wie Sie es gewohnt sind. Entschlüssele die von TX64B empfangenen Daten. Die Logs enthalten keine Auffälligkeiten. Sie erwähnen lediglich leichte Turbulenzen beim Landeanflug des Kontrollschiffs, abgesehen davon. Oh! Der zuständige KI-Kern hat die Position des Tagebaus außerplanmäßig verändert. Die Logs verzeichnen allerdings keine Begründung dafür. Sie müssen einfach nur die nächste Moving-Plattform nehmen. Ich hoffe, dass mir die Überstunden bezahlt werden. Unwahrscheinlich. Laut § 12 Absatz 7b Ihres Arbeitsvertrages darf der Konzern von Ihnen jederzeit unvergütete Mehrarbeit in Höhe von mindestens 12 Stunden pro Woche fordern, wenn... Ich hasse dich.
Zielscheibe. Echt jetzt? Hinterfragen Sie es nicht. Nehmen Sie einfach eines der Wurfobjekte und versuchen Sie, beide Scheiben zu treffen. Nestle übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die Sie sich im Zuge des Wurfprozesses zuziehen.
Das soll doch ein Witz sein. Die geologischen Analysen deuten in keinster Weise darauf hin, dass hier oben signifikante Adit-Lagerstätten zu erwarten sind. Ich bin aber sicher, dass der zuständige KI-Kern eine stichhaltige Begründung für diese Entscheidung liefern kann. Na klar, vielleicht ist bei deinem KI-Kollegen auch einfach eine Sicherung durchgebrannt. Technisch gesehen verhindert die redundant ausgelegte Struktur unserer Schaltkreise. Spaß dir.
Schrotten wir alle CX-Wartungsbots. Dann müssen wir den blöden Bagger ohne ihre Hilfe auf den Berg aufbauen. Und dann will der Boss auch noch, dass wir überall diese dämlichen Rätsel aufbauen. Ich hab dir ja von Anfang an gesagt, der Boss hat doch nicht mal alle Riester im Cache, seitdem er das Schiff in den Berg geflogen hat. Hey ihr, wo finde ich den KI-Kern? Oh, endlich kommt mal ein Wartungsarbeiter. Immer der Nase nach daher, direkt neben dem Schrotthaufen von Raumschiff. Zeit ist, jemand endlich mal den Stecker zieht, damit der Ersatzkern vom Versorgungsschiff übernehmen kann. Tja, da sieht man mal wieder, warum man euch KIs keine wichtigen Aufgaben übertragen sollte. Wenn der Konzern die Schiffs-KI mit Gefühlsmodulen ausgestattet hätte, wäre ich jetzt empört. Vorne ist der Kern. Wie können wir ihn abschalten? Gar nicht. Er versorgt sich selbst mit Energie und wird durch Ionenbarrieren geschützt.
Wir müssen ihn überzeugen, sich selbst abzuschalten. Nicht dein Ernst? Hey, ich bin vom Wartungsteam. Du hast hier alles irgendwie ziemlich vergeigt. Schalte dich bitte ab, damit der Ersatzkern aktiv wird. Definiere vergeigt. Landung erfolgreich. Aufbau des Tagebau erfolgreich. Kommunikation mit Transportschiff erfolgreich. Alle Parameter nominal. Diese Einheit ist voll funktionsfähig. Anfrage abgelehnt. Und was wollen Sie jetzt machen? Wenn wir den Reaktor im Schiffsrad manipulieren, fliegt der dämliche Toaster in die Luft. Dann schickt das Versorgungsschiff den Ersatzkern, der hier alles in Lot bringt. Millionenschweres Firmeneigentum zerstören, um eine milliardenschwere Mission zu retten. Genial. Sieht aus, als müsste einer von uns beiden die Druckplatte aktivieren, damit der andere den Reaktor manipulieren kann, TX. Okay, TX. Ich warte hier lieber kurz im Reaktor. Beeil dich. Was soll das? Was machen wir jetzt? Die Ionenbarriere soll bei einer Reaktorkatastrophe das Schlimmste verhindern. Sie lässt sich jetzt nicht mehr ohne weiteres öffnen. Das sagst du mir jetzt? Wir müssen TX da rausholen. Sie können nichts mehr für ihn tun. Die Arbeitsschutzregularien klassifizieren eine Reaktorkatastrophe als Notfall. Daher bin ich befugt, Sie von der Plattform zu evakuieren. Bitte begeben Sie sich so schnell Sie können zur Talseite der Plattform. Es tut mir leid, TX. Meine Sensoren registrieren stark erhöhte Strahlungswerte. Die Explosion steht kurz bevor. Festhalten, wir starten sofort. Thank you.
vorne ist der Kern. Wie können wir ihn abschalten? Gar nicht. Er versorgt sich selbst mit Energie und wird durch Ionenbarrieren geschützt. Wir müssen ihn überzeugen, sich selbst abzuschalten. Nicht dein Ernst? Hey, ich bin vom Wartungsteam. Du hast hier alles irgendwie ziemlich vergeigt. Schalte dich bitte ab, damit der Ersatzkern aktiv wird. Profimore vergeigt. Landung erfolgreich. Aufbau des Tagebau erfolgreich. Kommunikation mit Transportschiff erfolgreich. Alle Parameter nominal. Diese Einheit ist voll funktionsfähig. Anfrage abgelehnt. Und was wollen Sie jetzt machen? Wenn wir den Reaktor im Schiffsrock manipulieren, fliegt der dämliche Toaster in die Luft. Dann schickt das Versorgungsschiff den Ersatzkern, der hier alles in Not bringt. Millionenschweres Firmeneigentum zerstören, um eine milliardenschwere Mission zu retten. Genial. Sieht aus, als müsste einer von uns beiden die Druckblase aktivieren, damit der andere den Reaktor manipulieren kann, TX. Okay, TX, du wartest hier. Ich überbrücke den Reaktor. Was soll das? Was machen wir jetzt? Die Ionenbarriere soll bei einer Reaktorkatastrophe das Schlimmste verhindern. Sie lässt sich jetzt nicht mehr ohne weiteres öffnen. Was sagst du mir jetzt? Hol mich hier raus! Wir können nichts mehr für sie tun. Die Arbeitsschutzregularien klassifizieren eine Reaktorkatastrophe als Notfall. Daher bin ich befugt, TX von der Plattform zu evakuieren. TX, bitte begib dich so schnell du kannst zur Talseite der Plattform. Keine Sorge, ich werde einen ausführlichen Bericht verfassen, der Ihr außerordentliches Engagement für das Unternehmen schildert. Damit müssten Sie exzellente Chancen für den Titel des Mitarbeiter des Monats haben. Mir doch egal, das ist nicht wert. Laut Statistik sterben die meisten Verbrennungsopfer bereits in den ersten 13,37 Sekunden. Die anschließende Druckwelle der Explosion sollte Sie dann sofort zerfetzen. Ich danke Ihnen im Namen der gesamten Nestlé X-Familie für Ihre jahrelange Treue. Bitte beachten Sie, dass Ihre Hinterbliebenen keinerlei Anspruch auf Entschädigungszahlungen haben. Leben Sie wohl!